Für mehr Videos und Übungen zum Thema klicke den Beschreibungslink. Hallo, ich bin Sabine. In diesem Video lernst du etwas über die Atembewegungen bei Menschen und die Bestandteile der Luft. Du lernst etwas über das Zwerchfell, die Atemfrequenz, das Lungenvolumen und die einzelnen Bestandteile der Luft. Das solltest du bereits kennen, die Atmungsorgane des Menschen. Du solltest wissen, was Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Stickstoff sind. Und aus der Mathematik solltest du dich ein bisschen mit der Prozentrechnung auskennen. Was ist das nun, was wir jeden Tag einatmen? Natürlich, in unserer Luft ist Sauerstoff. Aber es befinden sich auch Kohlenstoffdioxid, Stickstoff und andere Edelgase darin. Wissenschaftler haben in Experimenten herausgefunden, dass unsere Einatemluft anders zusammengesetzt ist als unsere Ausatemluft. Sehen wir uns zunächst die Einatemluft genauer an. Das umrandete Quadrat. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.